eBattery Systems ist eigentlich schon 25 Jahre alt, entstanden aus einer Kostenstelle von der Firma Arcomesa. Aus einem rohen Diamanten wollte ich ein großes Unternehmen machen, das schlussendlich einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die gesamte Wirtschaft haben kann. Insofern, dass wir uns spezialisieren darauf, Batterien zu bauen, die die Welt verändern können. Und genau das tun wir jetzt. Mein Name ist Schöpf Christopher, ich bin der Gründer und der Geschäftsführer der Firma eBattery Systems. eBattery Systems ist der Partner für Unternehmen, wenn es um knifflige Problemlösungen im Bereich Energieversorgung geht. Wir können von einem kleinen Einzeller über eine 800-Volt-Batterie alles anbieten. Von Stationärspeicher bis hin zu mobilen Anwendungen. Von fahrerlosen Transportsystemen, Robotern, Sportwagen, Flugzeuge. Vom Medizintechnik-Akku, der für die Gehirnstrommessung verwendet wird, bis hin zum hochleistungsfähigen Power-Tool ist das Spektrum immens breit. Wir bauen für viele, viele namhaften Unternehmen, weil bei uns im Kern immer die Batterie steht. Ein modulares System, aus dem wir alle möglichen Batterien der Welt entwickeln und produzieren können. Wir werden in der Zukunft sehr viele Batteriesysteme einsetzen. Deswegen beschäftigen wir uns auch intensiv mit den Second Life Applications von Batterien. Ein Beispiel ist, ein großer Automobilhersteller nutzt ein System an Starterbatterien, welches in Zukunft in signifikanten Mengen auch zur Verfügung steht und in den Fahrzeugen nicht mehr genutzt werden kann. Und wir bauen daraus ein ESS, also ein Energy Storage System. Diese Verwendung in diesen Energy Storage Themen ist zum Beispiel ein Thema, wie wir das ganze Nachhaltigkeitsthema mit wirtschaftlichen Themen zusammenführen können. Wir müssen Systeme neu denken. Wir müssen weg von dem Grundgedanken, dass Lithium der Grundstoff ist für das Ganze. Hier forscht eBattery Systems genau in diesem Bereich. Hierzu haben wir Patente angemeldet, wo wir neue Materialien verwenden wollen. Das macht eBattery Systems zu einem der innovativsten Player am Markt. Dieses Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt in Produkten bedeutet bei uns auch, dass wir Module entwickelt haben, die eine patentierte, hochinnovative Kühlung beinhaltet. Das heißt, wir können aktuelle Zelltechnologien in Bereiche bringen und entwickeln, die bisher noch nicht möglich gewesen sind. Diese Art der Kühlung hat den Sinn, dass es den Lebenszyklus der Batterie massiv verlängert. Nachhaltigkeit spielt bei uns eine sehr, sehr wichtige und zentrale Rolle. Grüner werden, mehr elektrifizieren und den CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Wegwerfen ist immer das Letzte. Wichtig wäre, dass man es weiterverwendet. Und genau da geht unsere Arbeit weiter. Unser Kunde bekommt von uns nicht nur eine Batterie, die er dann im Grunde wieder wegwerfen soll, sondern die soll er uns zurückgeben. Wir verwenden die weiter. Wie ist diese Idee entstanden? Meine Kinder sind daran schuld. Ich wollte immer Vater werden und habe mir überlegt, möchte ich Kinder in diese Welt setzen oder müssen sie in 20 Jahren mit Umweltkatastrophen leben, mit Hitze, mit Dürre, mit Arbeitslosigkeit. Aber ich dachte mir, mit meinem Unternehmen habe ich die Möglichkeit, dies zu verändern. Und das ist genau das, was wir gerade tun. Wir verändern die Welt. Nachdem Christopher Schöpf das Produkt und die Firma erklärt hat, ist bei mir eine so große Begeisterung aufgetreten, dass ich unbedingt Teil dieser Unternehmung werden wollte. Sagen können, ich war dabei, ich bin Teil davon und wir sind stolz drauf. Diese Kraft, die im Unternehmen steckt, finde ich faszinierend. Ich weiß, wir werden aus eBattery Systems eine tolle internationale Firma machen. Ich bin fest der Meinung, dass wir in den nächsten Jahren Systeme auf die Beine stellen, die international großes Feedback bringen werden. Auch bei einem wasserstoffbetriebenen Haus oder bei einer Wasserstoffspeicherung wird es eine Batterie benötigen. Die Synergien der einzelnen Technologien, die wir momentan in der Pipeline haben, sind schon faszinierend und ich freue mich darauf, in den nächsten Jahren zu sehen, wie diese Projekte in die Tat umgesetzt werden können. Wir sind verpflichtet, unseren Kunden gegenüber die neuesten Technologien in möglichst kurzer Zeit anzubieten. Ich glaube an das Team, ich glaube an die Technologie. Der Markt ist sehr, sehr groß. Da kann man als Investor gar nicht Nein sagen.
Das Potenzial der E-Battery Systems liegt sicherlich in einem komplett neuen Marktumfeld, das erschlossen werden kann, und es gibt extremes Expansionspotenzial. Wir haben Kunden aus der ganzen Welt mittlerweile. Wir führen Gespräche über Ansiedlungen auf anderen Kontinenten. Wir sind dran, ein Büro in Asien zu installieren, genauso wie in Nordamerika. Es ist schön, Visionen zu haben, aber mit Christopher und seinem Team haben wir eine Mannschaft, die Visionen in Realitäten umsetzt. Es ist die Vision, nachhaltig zu arbeiten und Teil der mobilen Revolution zu sein. E-Battery Systems hat den Zweck, die Batterie der Zukunft zu entwickeln und zu produzieren. Und genau das tun wir jetzt.